Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner zweiten Landkarte bei Transportfever 2. Ja, und hier auf dem Flughafen ist richtig was los. Wir versenden ja hier Baumstämme. In der letzten Folge haben wir irgendwo eine Eisenbahn gebaut. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Denn da müssen wir noch Züge einsetzen. Das war, glaube ich, hier an der Seite irgendwo. Da wollten wir hoch und runter fahren. Ging es, glaube ich, um Werkzeug. Ah, wir haben die Karte falsch gedreht und schon haben wir es gefunden. Hier haben wir es doch schon. So, wir wollten mit Brettern hier runterfahren. Leer bis zum Wald, Baumstämme laden und hier hoch. Und dann wollten wir noch einen Wald hier. So, und hier hat man gebaut, dass wir hier nach Dresden kommen. Nach Cottbus. Ja, nach Cottbus. So, und jetzt wollen wir mal die erste Linie machen. Dann machen wir hier die Waldlinie. Neue Linie, Güterzug, Cottbus, Wald, drei, egal, so. Da. Güterzug Cottbus. Ganz oben wird es sein. Halt. Güterzug. Halt 3. Da haben wir ihn. So, hier soll er vollladen. Volle Wartezeit. Und nur Baumstämme. Dann soll er fahren hierher. Und alles abladen. Und das kann er nicht. Warum nicht? Da haben wir irgendwo ein Signal fehlerhaft. Würde ich mal schätzen. Das ist in Ordnung. 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 Nein, ich weiß auch, was es ist. Güterbekreuzungsweichen haben wir nicht aktiviert. Und schon funktioniert es. Siehe da. So einfach kann man ein Problem lösen. So, dann wollen wir gleich mal einen Zug uns schnappen. Von wo soll er kommen? Er kann von hier unten hier reinfahren. Ja, hier Fahrzeug kaufen. Dann nehmen wir doch die neue schnelle Dampflok. Und Rungenwagen, die fahren eh plus 80. Machen wir mal 120 Meter, da ist er noch gut. Ja, Steigung haben wir nicht. Und zwei Stück.
kaufen. Jetzt müssen wir langsam mal immer an Unterhalt denken. Güterzug Cottbus Wald 3. Zack. Und schon haben wir den auf der Linie. So, jetzt brauchen wir hier die Linie. Neue Linie. Güterzug Cottbus Wald. Und Bretter. So, du sollst fahren. Güterzug Cottbus. Ist er wieder weg? Da ist er. Fangen wir hier an. So, hier soll er Bretter laden. Quatsch, Wald. Und die soll er hierher hinfahren. Und hier soll er Bretter laden und dann soll er hierher fahren und hier soll er alles entladen. So, da haben wir die Linie. Er fährt nach Ost, hält, lädt die Bretter ab, lädt Quatsch. Baumstämme, lädt die Baumstämme ab, lädt Bretter und fährt die Bretter durch hier in die Werkzeugfabrik. So, dann nehmen wir auch zwei Züge. Wieder eine schöne Lok. Und die Rumwagen. Zwei Stück. So. Jetzt müssen wir das Werkzeug noch wegschaffen. Nach Cottbus zum Beispiel. Da brauchen wir eine Linie, neue Linie, Güterzug, Cottbus, Werkzeug, so. Er soll von hier vollladen. Maximale Wartezeit. Werkzeug. Und dann soll er nach Cottbus fahren. Halt dahin. Und hier soll er alles entladen. Haben wir die Linie, jetzt noch ein Zug, so, Werkzeug geht mit diesen, mit dem geschlossenen, ne, gedeckten Güterwagen. Reicht. Werkzeug.
So, da haben wir den. Und liegt hier schon im Wald. Angeschlossen ist er aber. Er fährt durch. Bin ich blind? Hier ist ein Baumstamm. Und wo liegt der? Hier. Ach, das ist der erste Zug. Der müsste hier rüberfahren. Fährt hier rein und rüber. Und klar, noch Cottbus Haltepunkt. Und das ist, ne, das ist Abzweig. Die sind noch nicht da. Ja, ich bin hier rum. Hier liegt schon alles voll. So, wer möchte noch Werkzeug? Dresden. Dann bekommt Dresden, ah nein, wir müssen erstmal in Cottbus gucken, wo die überall Werkzeug haben möchten, ob wir das erreichen. Hier auf der Ecke. So, da hinten hin kommen wir nämlich nicht. Haben wir hier ein Depot? Ja, hier haben wir ein Depot, aber da passt nichts mehr rein. Da können wir auf die Seite noch ein Depot setzen. Das werden wir auch machen. Wir werden das mal drehen. Ja, das müssen wir langsam drehen. Ein bisschen Glück kriegen wir vielleicht das hier rein und volle Länge. So, die Straße. Dann haben wir eine Ampel garantiert gebaut. Jawohl. Oh, hier gibt es viele Ampeln. Da müssen wir erstmal auf Ampeljagd gehen. Die wollen wir alle nicht. Hier ist nichts. So, da haben wir die Ampeln beseitigt. Dann sehe ich hier noch, dass wir den mal ein bisschen unter die Arme greifen müssen mit dem Straßenbau.
So. Was hat er hier gebaut? Das hier ist eine Hauptstraße. Deine Straße rüber. Können wir uns schon mehr, können wir nichts aussuchen. Sehr, wir waren in Cottbus. So, Straßen haben wir. Jetzt brauchen wir von hier nur noch das Werkzeug. Das muss hier hinten hinkommen. Also brauchen wir dort noch eine Verbindung. Dann kann man hier im Viereck fahren. Okay. Eine kleine richtige Straße. So, jetzt schauen wir nochmal, Industrie, ach hier, ja, da wenn wir hier halten, da halten wir da schon gut, da brauchen wir ein Terminal, wir halten hier, jetzt brauchen wir noch eine Linie, Güter, Nahverkehr. Cottbus, Werkzeug.
So, Güternahverkehr. Cottbus Werkzeug. So, du musst von da nach da. So, in Obercottbus vollladen. Maximale Wartezeit und nur Werkzeug. Wo ist es da? So, das haben wir. Das war mit am Bahnhof angeschlossen. Und da brauchen wir LKWs. Hier haben wir ja das Depot. Und Werkzeug müssen wir die nehmen. Da reichen 4 Stück. So, das ist eine lila blaue Linie. So, da sind die auf der Linie. Und da warten wir schon mal gespannt aufs Werkzeug. Zumindest liegen hier Bretter. Und hier fährt ein Zug. Der fährt bald. Also arbeitet das Sägewerk schon mal. Wo sind die Bretter? Hier habe ich doch gesehen, richtig. So. Und der Zug bringt Bretter in die Werkzeugfabrik. Und unser Werkzeugzug ist anscheinend noch nicht da. Oder fährt hier irgendwo, ne, das ist der Personenzug, Ölzug. Ne, da ist noch nicht angekommen. So, da gucken wir noch mal nach Cottbus, wie der Verkehr aussieht. Ja, man müsste schon langsam hier die Linie erweitern. Die Straßenbahn. Und zwar muss die Haltestelle hierher. Und da basteln wir hier noch eine Haltestelle. Da brauchen wir aber Straßenbahn. Elektrisch. Hier lang. Und jetzt haben wir eine große Straße. Ausbauen. Da ist das etwas im Weg. So, jetzt fährt. Jetzt wollen wir die Straßenbahnhaltestelle umlegen. Die soll hier halten. Hier vor der Kreuzung und dann soll sie hier halten. Ah, hier drüben wollen die auch Werkzeug. Aha. Naja, okay. So, und diese Haltestelle tun wir weg. So, da haben wir eine Fehlermeldung, ist klar. Die Cottbuser Linie. Linie verwalten. So, da Erlenweg fällt raus und die soll von der Talstraße dahin fahren, dann dahin fahren und dann soll sie noch mal am Bahnhof rum. So, das haben wir. Hier sieht es noch gut aus. Und jetzt brauchen wir noch, weil der hier drüben Werkzeug haben möchte. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich habe das nur gesehen. Da müssen wir noch Werkzeug hierher schaffen.
Da brauchen wir eine LKW-Station und da, wenn wir die hierher machen, erreichen wir das alles. So, dann nehmen wir die Linie. Und der soll zuerst hier rüber fahren. Von Oberkottbus nach dahin und dann dorthin. So, und schon hat er seine Linie und kann das Werkzeug schön verteilen. So, oh, wir haben eine neue E-Lok mit 100 km/h. Das sieht ja gut aus. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo der Werkzeugzug ist. Der ist immer noch nicht da. Wo treibt der sich rum? Ah, der fährt schon hier. Der hat schon fleißig Werkzeug. Aber leer. Und hier sehe ich gerade, da brauchen wir noch ein Signal. So. Da haben wir das. Jetzt gucken wir ins Sägewerk. Und das Sägewerk produziert fleißig. Das ist schon mal gut. Was macht der Wald? Ja, der ist fast auf 100%. Da müssten wir ja zwei Züge haben. Da kommt der zweite. Und hier haben wir bloß einen Zug. Das ist natürlich zu wenig. Der das hier abholt. Dann müsst ihr ja hier. Ne, wir haben zwei Züge. Wir haben zwei Züge. Hier auf der Linie. Da ist alles gut. So, und hier haben wir jetzt noch Cottbus, die Werkzeug. So, Dresden will auch Werkzeug. Wenn nach Dresden können, dann muss das fast mit dem LKW fahren. Das ist nicht weit. Wir haben hier ausgebaute Strecke. Ja, das machen wir auch. Wir bauen einen LKW-Port. Nicht zu weit. So. Eine Idee. So. Bauen wir das rein. Noch ein Stückchen Straße. Da wollen wir natürlich Landstraße. So, und da ist der angeschlossen. Dann nehmen wir einen Zauberstab und machen hier ordentliche Straßen draus. Hier haben wir schon eine große. Ach, mit Tramgleis, nein. So. Jetzt brauchen wir noch ein LKW-Verladestation und wo will Leipzig Werkzeug haben? Wer findet es? Das gibt's doch nicht. Ach, hier.
da würde ich sagen, wir fahren rein und halten einfach hier. So, neue Linie. Güter, Nahverkehr, Dresden. Werk, Zeug, direkt. So. Güter, Nahverkehr, Dresden. Werkzeug direkt, da ist es. So. Er soll von hier vollladen. Maximale Wartezeit. Werkzeug. Nach Dresden. Und wo war das jetzt? Ich denke hier. Nee. Hier. Da war's. So, da tut er eh alles entladen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Allerdings ist hier bloß eine kleine Straße. Dresden werden wir mal unter die Arme greifen und ein paar schöne Straßen bauen. Bayerische Einfahrtsstraßen und Verbindungsstraßen. Macht er da automatisch? Ja. Ja, Ausfahrtstraße. So, hier kommen wir rein. Und hier machen wir noch durch. Und eine Querverbindung. Ja, wir hätten die nehmen müssen. Ja, dann nehmen wir die auch noch. Was soll's? So, jetzt können wir noch hier die verlängern. So, da haben wir Dresden auch noch ein Stückchen geholfen mit Straßen. Da können die sich auch entwickeln. LKWs brauchen wir noch. Wir haben hier einen LKW-Port. Das sind die, da nehmen wir 8 Stück. Das ist eine hellblaue Linie. Das ist die hier. Güternahverkehr Dresden, Werkzeug direkt. Da haben wir sie doch schon. So, da können die auch noch rumrollen. Die Straßen haben wir ja erneuert. Das haben wir neu ausgebaut. Hier müssen sie dann rüber. Da können wir noch eins machen, noch ein bisschen glätten. Grüner.
So, was machen unsere LKWs? Die stehen hier an der Ampel. Da müssen wir mal noch was gegen die Ampeln machen. Wir haben noch viel zu viele Ampeln hier. Ach. Überall haben wir Ampeln, die wir alle nicht wollen. So, da fangen wir mal hier an in Dresden. Die Ampeln zu entfernen. So, ich denke, ich habe sie alle erwischt. Da schauen wir mal, liegt schon Werkzeug? Ja, es liegt schon was parat. Dann wollen wir natürlich den noch ein bisschen ausbauen. Und zwar kriegt er hier zwei Gebäude und die Bahnsteige verlängern wir auch. Beziehungsweise die Terminals. So, da passt nämlich mehr rein. Passt 120 auf dem Terminal und 150 in die zwei Gebäude. Das dürfte reichen. Wie sieht es jetzt hier aus? Da liegt 28 mal hier rum. Das ist gut. Und hier stapeln sich die LKWs. Das ist nicht so gut. Maschinen. Da verkaufen wir was. Mal welche ab und gucken mal, wo hier Maschinen für Cottbus. Da kommen sie. Das ist voll geladen. Ja, da geht das gleich weiter hier. Oh, jetzt ist mir eine Fliege in die Nase rein. Entschuldigung, das sind so kleine Obstfliegen, ich weiß nicht, wo die herkommen. So, hier haben wir ja Signale, jetzt fährt der rein und dann müssen wir mal sehen, ob die hier alle wirklich gebraucht werden. Die fahren die Linie Cottbus Maschinen hier rüber. An die zwei Punkte. Dann wollte ich noch eine Straße denn spendieren. Und zwar hier hoch. Aber gerade. Oh, das geht nicht. Dann müssen wir sie erst mal bis hierher bauen. So, und dann bauen wir sie gerade hoch. Na, da baut er da hinten weiter. So, und hier kriegt er noch eine Breite. Hat er hier noch eine Straße angefangen? Da helfen wir doch. Und hier kriegt er noch eine Straße. Und die kriegt er noch ausgebaut. Und dann bauen wir hier noch eine Straße lang. Thank you.
Die wird nicht ganz gerade, sonst müssen wir... Ach ne, das sind zwei Gebäude. Das sind sogar drei. Machen wir die weg. Gefällt mir das schon. Da kann er dann hier noch was bauen. Und hier kann man auch noch ein bisschen helfen. So. Ne? Diesen Mist hier reißen wir weg. So. Ne, wir brauchen gar nicht so viele, da können wir noch zwei verkaufen. So, da haben wir das. Und da rollt es auch wieder. Der lädt Wald. Und hier liegen Bretter. Ja, richtig. Und hier müsste Wald liegen. Jawohl, der hält an und nimmt was mit. Genau. Aber der ist im falschen Port, so muss der jedes Mal über die Kreuzung weichen. Das machen wir, das ändern wir. Cottbus Ost soll er in die 2 fahren. So. Und wenn wir einmal auf der Linie sind. Ja, hier ist es okay. Und hier ist es auch okay. Ja, das Werkzeug läuft und hier die stehen im Wolf, aber haben schon was geladen. Da hat man wie viele Fahrzeuge? 8. 2, 4, stehen alle 8 hier. Ja, wenn sie dann auf der Strecke sind, verteilt sich das. Die müssen erst einmal hier, sie kommen schon im Level hoch. Das passt schon. So. Ja, da haben wir das erste Werkzeug für Dresden und Cottbus. Und da haben wir Dresden jetzt. Liefern wir alles. Ein bisschen sehr wenig Steine. Fahren aber die Steine direkt mit dem Zug. Steine für Frankfurt, Steine für Sonnenwalde. Steine für Dresden. Da liegen ein paar. Der Zug ist unterwegs. Kommt schon wieder zurück. Nee, wo fährt denn der lang? Hier. Hier ist er.
kriegt noch ein paar Waggons. Ja, sind voll ausgebaut. Das läuft also. Also kriegt Dresden alles geliefert. Ja, jetzt haben sie 5 Steine. Also steigen sie auch auf und wachsen. So, wie sieht es nun in Cottbus aus? Treibstoff wollen die noch haben. Und Waren. Treibstoff. Ja, wir haben hier unten eine Raffinerie für Treibstoff, da haben wir aber alles voll. Und die sind auch voll ausgelastet. Da bräuchte man dann eine neue Treibstoffraffinerie. Also hier finde ich mal Öl. Hier ist noch mal Öl. Hier ist eine Raffinerie. Da ist noch Platz im Bahnhof. Wie sieht das hier aus? Die könnten noch was mehr produzieren. Wir fahren hier das Öl einmal und von hier. Also Öl ist ausgelastet. Und das ist ausgelastet. Fahren große Ölzüge. Und die könnten noch ein bisschen angetrieben werden. Treibstoff nach Hamburg. So, da sind die mittleren noch frei. Hier könnten wir jetzt über Sonnenwalde hier runter. Ne, wo wollten wir hin? Nach Cottbus. Ja. Neue Linie, Güterzug, Sonnenwalde, Treibstoff für Cottbus. Güterzug, Sonnenwalde. Treibstoff für Cottbus. So. Also die mittleren. Ne, hier das untere ist frei. Die 2. Vollladen. Maximale Wartezeit. Treibstoff. Und nach Sonnenwalde fährt er hier hoch. Durch Torgau durch nach Cottbus. Und da soll er alles entladen. So, da brauchen wir einen Zug für hier unten. Den können wir von hier los schicken. Kesselwagen. Ja. Kaufen.
Güterzug Sonnenwalde. Treibstoff für Cottbus. So, dann bringen wir noch Cottbus Treibstoff. Und wo wollen die den Treibstoff haben? Das müssen wir hier schauen. Hier oben. Das ist natürlich so eine Sache. Da kommen wir zwar vom Bahnhof hin, halt, hier haben wir eine Fehlermeldung. Oh, wir blockieren einen Zug. Ach, der kommt aus dem Depot raus, alles klar. Da steht hier ein Signal falsch. Ja, dann können wir den zurückschicken ins Depot. Da will ich rein. Güterzug Sonnenwalde, Treibstoff für Cottbus. So, da darf man noch mal rauskommen. Eine Schmucke Dampflok. So, dann machen wir eine Mitfahrt. Dann fahren wir in die Raffinerie. Schon Treibstoff für unseren Zug. So, da haben wir das auch. Sonnenwalde. Die bekommen kein Werkzeug, die brauchen noch Werkzeug. Wir haben doch gerade hier eine Werkzeugfabrik eröffnet. Ne, das ist die Maschinenfabrik bei Cottbus. Hier. Da haben wir doch noch Kapazität. Ja, wir haben erst zwei Züge drin. Die zwei mittleren Gleise sind frei. Ne, da fahren wir doch von hier nach Sonnenwalde. Neue Linie. Güterzug. Cottbus.
Werkzeug für Sonnenwalde. So, Güterzug, Cottbus. Werkzeug für Sonnenwalde. So, einmal von hier. Da fährt er auf der 2. Okay, das ist richtig. Dann muss er hier oben rum, hier rum, rum und nach Sonnenwalde. Da ist schon alles voll. Wo fährt er rein? Dann brauchen wir eine andere Farbe. Nehmen wir mal dunkelblau. Nee. Braun haben wir noch nicht. Ach, hier. Hier fährt er rein. So, das sind... Und hier ist aber noch was frei. Wir wollen in Gleis 3 in Sonnenwalde. Ne, das war also dann doch Gleis 1. Ne? Das ist jetzt... Verstehe ich nicht ganz, das zeigt er nicht richtig an. So, also in Dresden soll er vollladen. Das ist ja unser Werkzeugzug. Und zwar soll er da Werkzeug laden und in Sonnenwalde alles entladen. Dass er das natürlich hier so komisch anzeigt, verstehe ich nicht ganz, aber kann man nichts ändern. Er fährt jetzt in diese 1 rein. Dann gehen wir auf den Bahnhof und da zeigt das richtig an. Ja, macht hier rüber, naja, könnte hier durchfahren, was soll's. Fährt halt hier unten rum. Aha. Fährt hier hoch. Ne, da hat er doch eine Strecke gefunden. So, dann schickt man hier einen Zug. Da machen wir wieder unsere Dampflok. Ach nee, so nicht. Wir müssen erstmal hier den Zug zusammenstellen. Werkzeug macht der gedeckte Güterwagen und da machen wir 8 Waggons, reicht. So, dann Unterhalt, okay, und Güterzug, Cottbus, Werkzeug für Sonnenwalde, da haben wir es. Blub, und da ist er auf der Strecke. Und da kommt er schon. So. Da denke ich mal, dass er das jetzt hier ankurbelt. Die Werkzeugfabrik. Ja, ist schon wieder ein Level gestiegen. Wie sieht es hier mit dem Wald aus? Ja, 91%. Die fahren alles weg. Hier liegt auch nicht viel rum. Und wie sieht es hier mit dem neuen Wald aus? Der ist voll entwickelt und volle Kapazität, alles gut. Ja, da haben wir wieder heute was geschaffen, würde ich sagen. Und setzen uns in den neuen Zug und fahren bis... mit in die Werkzeugfabrik.
da sind wir schon in der Werkzeugfabrik. Und da am Ende des Terminals liegt auch schon ein wenig Werkzeug für uns. Und hier auf der rechten Seite liegt noch mehr. Da müssen wir doch gerade mal gucken. Ja, das laufen wir ein dort. Und da gucken wir mal, welche Linie das breit fährt. Das ist Werkzeug für Cottbus. Da haben wir einen Zug auf der Linie mit 80 Gütern. Und wie viel liegt hier rum? Also müssen wir den Zug schon mal etwas vergrößern. So, jetzt fährt er gerade hier um die Kurve. Und lädt voll. Ja, da ist er voll und kann gleich wieder abfahren. Das wird ja hier eine Halbstrecke. Das sind so die ersten Strecken, die wir dann elektrifizieren. Irgendwann mal helfen wir dann noch hier ein bisschen, dass sie besser bauen können.
Sehr. Und da kommt dann schon der Zug. Ja, kommt noch nicht. Da kommt er. So. Ein Werkzeug fahren wir mit den Maschinen. Werkzeug fahren wir mit dem hier. Da brauchen wir dann noch zwei. Was wir für Umsatz machen. Ja, ist gut. Und es geht Werkzeug hier rüber. Dass die dann gleich breit fahren können. So, und hier hatte ich gesagt, Leipzig, ne, Cottbus, Dresden. Machen wir als Hauptstrecke. So. Und da hätte ich gerne jetzt Oberleitung. Im Personenverkehr. So, geradeaus weiter. So, da hatten wir unsere erste komplette Oberleitungsstrecke. Das ist nicht die erste, es ist die zweite, wo wir jetzt den Personenzug Dresden-Cottbus erneuern können. Und zwar mit einer elektrischen. Und Passagier, die fahren 100, hier passen 17 rein. Da haben wir uns doch mal die Lok an. Sieht schon richtig schwer aus. Das Horn geht auch.
Den Wagen können wir nicht reinfahren. Ja, weil wir die im Nachhinein, da steht jetzt hinter dem Signal. Irgendwas. Ja. Spontan. Warum will ich nicht reinfahren? Weil. Ach, da ist noch ein Zug drin. Jetzt fährt's. So, jetzt müssen wir noch einige Leute wegbekommen hier. 91, und das sieht doch gut aus. Und da fahren wir gleich eine Runde mit. Position 1, vor die Lok. Und los geht's. Dann lehnen wir uns zurück und fahren noch bis Dresden mit. Ja, die kommt noch ein Bischofstempo. Güterzug eingeholt, der vor uns fährt. Die werden uns jetzt natürlich ausbremsen. Wir sind 20 km/h schneller. Fest, die Städte entwickeln sich, die Hochhäuser wachsen. Man sieht schon immer im Hintergrund dann die Hochhäuser. Oh, hier fehlt es Leuten. Hier fehlt
fehlen einmal Leuten und wir haben eine neue Straßenbahn bekommen. So, dann machen wir erst einmal hier die P-Tafeln. Einmal. Zweimal. So, jetzt wollen wir gucken, was wir an Umsatz machen und wie viele Leute einsteigen. Ich denke mal, dass wir hier noch ein paar Waggons dranhängen. Zwei, denke ich, müssen wir dranhängen. Denn die Leute werden wir nicht mitkriegen. Ich drücke mal schnell auf Pause. Und da hänge ich mal ganz schnell noch zwei Waggons dran. So, jetzt nehmen wir den wieder ran. Da kriegen wir nicht alle weg, aber wir sind erstmal noch ein Stückchen länger. Guter Zuversicht. So, hier wachsen die ersten Hochhäuser schon. Mann, die Stadt hat sich ja ausgebaut. Da müssen wir direkt mal gucken. Oh, Straßenbahn reichen nicht mehr aus. Müssen wir die Linien umlegen. Nee, wir decken noch alles ab eigentlich. Aber wir brauchen noch zwei Straßenbahnen. Hier stehen zu viele Leute. Na, wie sehen denn? Ich schau mal nach, ob wir vielleicht. Die hat 21, fährt 40 und die hat 23, fährt 60. Ja, das tauscht mir. Die ersetzen wir doch alle durch die. So. Und dann lasse ich mich breitschlagen für zwei Straßenbahnen. So. Und da schauen wir uns mal die Straßenbahn an. Unterwegs. Wenn man so eine kleine Stadtrundfahrt durch Dresden. Ältere LKW-Modelle im Einsatz. Steine. Die werden wir doch auch ersetzen. So. Wo ist denn der LKW-Port? Ach, wir fahren direkt Steine. Wir fahren die direkt. Wir haben hier doch, hier haben wir LKW-Port. Und da liegen Steine. Und der kann 8 Steine laden.
weg waren sie. Ja, alles gut. So. Da verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und wenn ihr weiter besser informiert werden wollt über neue Videos, dann am besten abonnieren mit einem kostenlosen Abo. Ja, da wünsche ich euch Tschüss, bis zum nächsten Video.